Hallo Gustav. Telefonbuch. Telefonbuch. Mobil. Anrufen? Ja. Ich bin Annette, bin 44 Jahre alt und bin seit 1977 durch einen Verkehrsunfall im Rollstuhl. Weg. Mein Leben ist bis jetzt ganz gut verlaufen. Habe zwar immer Höhen und Tiefen, aber eigentlich geht's mir gut. Für mich ist es ja normal. Also ist nichts Besonderes. Man hat eben 3 feste Termine in der Woche, an die man sich halten muss. Dialyse kannst du ja nicht einfach absagen. Guten Morgen. Ja, wir fahren jetzt mal nach Zimmer 3. So, Parkposition erreicht. Ja. Alles gut? Ja. Man muss keine Angst vor der Dialyse haben. Tut ja nicht weh. Wie akzeptiert man die Krankheit? Ich musste ja in meinem Leben schon ganz viel akzeptieren. Ich weiß nicht, hat man sich eben so dran gewöhnt. Es wird ganz schnell zum Alltag. Wenn du auch weißt, dass es dir durch diese Maßnahme viel besser geht. Auf geht's nach Hause. Ja, zacki, servus. Zacki. Servus. Ja. Bianca hat mir das Servus beigebracht. Servus. Man muss eben sehr oft positiv denken. Diese Frage, warum gerade ich und warum ist mir das passiert, stelle ich mir ganz, ganz selten. Weil ich da keine Gedanken dran verschwende. Also ich hab andere Dinge, mit denen ich mich beschäftigen muss. Das Wichtigste am Wurstsalat ist, dass er schmeckt. Und dass er von Harry gemacht ist. Und dann esse ich nicht. Ich hoffe, du hast Pfeffer und Salz noch dran getan. Die Stücke hast du wieder ein bisschen zu groß geschnitten. Okay. Aber sonst ist es hervorragend. Ich danke. Bitte. Magst du den Rest auch noch? Wenn man mich so sieht, dann denkt man, ich kann ja gar nichts. Aber eigentlich kann ich doch ganz schön viel. Vor allem, weil ich denken und sprechen kann. Mausraster, Mausdoppelklicken. Heute hatte ich einen Blutdruck von 126 zu 96. In der Dialyse habe ich gut geschlafen. Punkt. Also ich kann die linke Hand bewegen. Ich kann mir eine Nase kratzen, was sehr wichtig ist. Und beim Spielen kann ich würfeln. Oh. Fünferfasch. Wow. Fünferfasch habe ich. Wow. Siehst du das? Man muss sich ja immer Dinge suchen, die einem wieder Spaß machen, einem Freude machen. Harry tritt aber nie alles.
ein Seepferd. Dann hauen wir das hinten dran, oder? Ja. Sehr gut. Das ist einfach meine Natur. Ich mache einfach weiter. Und solange ich die Leute habe, die mich dabei unterstützen, geht das schon.